Willkommen bei Scylla, einem der größten Flusskreuzfahrtunternehmen in Europa. Täglich fahren wir mit mehr als 17 Schiffen auf den schönsten Flüssen Europas. Mit luxuriös eingerichteten Schiffen, ausgestattet mit den modernsten Anlagen und modernem Komfort. Mit einer sachkundigen, motivierten und gastfreundlichen Crew, bestehend aus Mitgliedern aus verschiedenen Ländern. Von unseren Gästen sehr geschätzt. Jede Saison und jede Reise aufs Neue. Darum sind wir ständig auf der Suche nach enthusiastischen Kollegen. Kollegen, die unsere Anlagen auf hohem Niveau halten und unseren Gästen einen unvergesslichen Urlaub bereiten. In diesem Film von 7 Minuten stellen wir uns Ihnen gerne vor. Wir zeigen Ihnen, welche Positionen auf unseren Schiffen verfügbar sind, was wir Ihnen bieten können und was wir von Ihnen erwarten. Sie begegnen Kollegen und Sie bekommen einen Eindruck vom Leben an Bord. Ist die Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff etwas für Sie? Schauen, hören und urteilen Sie selbst. Hallo, mein Name ist Christina. Ich arbeite bei Scylla an Bord in Housekeeping in der 3. Saison. Das Housekeeping ist dafür verantwortlich, dass die Hotelzimmer und die öffentlichen Räume für die Gäste vorbereitet sind. Die Arbeiten sind verschieden, aber vor allem an Ein- und Ausschiffungstagen anstrengend. Und am besten gefällt mir die Abwechslung bei der Arbeit. Ich bin damit beschäftigt, die Kabinen zu reinigen und vorzubereiten. Aber nebenbei helfe ich auch meinen Kollegen in der Küche, bei der Einschiffung das Gepäck der Gäste an Bord zu bringen oder bei Anlieferung der Waren beim Store. Und so arbeitet die komplette Crew als Team zusammen. Und ja, die Abwechslung und die Kollegialität gefallen mir sehr. Die Reederei Scylla AG wurde am 3. September 1973 von der Familie Reitzma gegründet. Seither ist die Flotte kontinuierlich gewachsen. 2013 nennt die Reederei 19 Schiffe ihr eigen. Die Zentrale hat ihren Sitz in Basel in der Schweiz. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Crew einen großen Teil zum Erfolg der Reederei beiträgt. Scylla verwendet darum viel Aufmerksamkeit auf Anwerbung und Auswahl, die Einführung neuer Mitarbeiter, Trainings, Betreuung on the job und wir bieten Aufstiegsmöglichkeiten in Managementpositionen. Hallo, mein Name ist Christoph. Dies ist meine 4. Saison bei Scylla. Ich arbeite im Service. Ich bin für die Gäste während dem Frühstück, Mittagessen und Abendessen da. Es sind lange Arbeitstage. Man arbeitet 7 Tage die Woche, 10 Stunden pro Tag. Aber zwischen der Arbeit haben wir auch lange Pausen. Wir haben genug Zeit, auch die Städte zu besichtigen, zu anzuschauen. Wenn das Schiff in einem Hafen liegt und dass auch die Crew sehr gutes Essen bekommt. Aber das Allerschönste finde ich den Kontakt mit den Gästen. Die Gäste sind im Urlaub, sind in Ferien. So, sie sind sehr entspannt und freundlich. Der Umgang ist angenehm und gesellig. Und während jeder Reise machen wir einen Crewabend mit einer Crewshow. Wir unterhalten die Gäste dabei mit verschiedenen Vorträgen und Sketchen. Die Gäste finden das immer sehr toll, die Crew mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Wenn du also ein verborgenes Talent hast wie Zaubern, Singen, dann hast du sehr gute Chancen, das bei Scylla zu präsentieren und kannst du sehr gut einsetzen bei uns. Auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten wir als Team. Zusammen sind wir für eine sichere Reise und zufriedene Gäste verantwortlich. Darüber hinaus hat jeder eigene Aufgaben. Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es sehr viele unterschiedliche Positionen. Wir sind auf der Suche nach Küchenpersonal, Mitarbeitern im Service und im Housekeeping, Pianisten und nautischen Mitarbeitern. Ich bin Alex und arbeite als Koch an Bord der MS Alina. Wir befinden uns hier in der Küche des Schiffs. Wir kochen sehr verschiedene, von einem einfachen Lunch bis zu 3-Sterne-Menü für unsere 200 Gäste. Die Küche ist natürlich eher klein, jedoch sehr modern, mit allen notwendigen Geräten ausgestattet. Mir gefällt sehr gut an meinem Beruf, dass ich viel von Europa sehe. Zudem hat man einen sehr engen Kontakt mit den anderen Crewkollegen. Man arbeitet, isst und schläft ja zusammen an Bord.
so entwickelt sich eine enge Freundschaft mit Kollegen. Die Arbeit ist natürlich anstrengend. Man bleibt 8 Monate am Stück an Bord, arbeitet 7 Tage in der Woche und 10 Stunden pro Tag. Aber dafür erhält man auch 2x2 Wochen bezahlten Urlaub und von Januar bis März hat man frei. Ihr erster Arbeitstag bei Skila beginnt mit einer Einführung. Herzlich willkommen an Bord. Vielen Dank. Sie melden sich an Bord an der Rezeption. Wir begleiten Sie in Ihr Zimmer, wo Sie mit Ihrem Zimmerkameraden Bekanntschaft machen. Dankeschön. Und dann die Kollegen von der Rezeption. Hallo. Sie packen Ihren Koffer aus, richten sich Ihr Zimmer ein und gehen oder kehren zur Rezeption zurück. Sie lernen Ihren Vorgesetzten kennen. Sie werden Kollegen vorgestellt. Und Sie machen mit dem Kapitän Bekanntschaft. Auch ein Sicherheitstraining ist Bestandteil des Einführungsprogramms. Ein Kollege wird Sie anschließend einarbeiten und begleiten, damit Sie sich schnell zu Hause fühlen. Spricht das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff Sie an? Lieben Sie es zu reisen? Sind Sie auf der Suche nach einem schönen Saisonjob auf einem Kreuzfahrtschiff? Sind Sie flexibel, kollegial und finden Sie es angenehm, in einem Team richtig anzupacken? Sind Sie bereit, sich vom April bis Dezember an die Arbeit zu machen? Sind Sie repräsentativ und sprechen Sie Deutsch und Englisch? Lassen Sie es uns wissen und wir suchen zusammen mit Ihnen die passenden Möglichkeiten bei Skila.